Moin Freunde, was geht ab? Abgejackt heute mit der MP11, die letzten MP, die ich jetzt hier noch im Pedo habe. Die jetzt hier natürlich aktuell noch ausgenommen, da haben wir noch die AE4 zum Beispiel noch offen. Aber da schauen wir später mal nach. MP11, Schaden 27 bis 19, 4 bis 6 Schuss. Oh, kritisch, ja, kritisch. Also eine MP, die schon 4 Schuss von Haus aus braucht, um einen Down zu kriegen, ist in meinen Augen eine sehr, sehr kritische Waffe. MPs sollten generell auf Nahkampf, wirklich absoluten Nahkampf, mit 3 Schuss töten. Denn das ist ihre Stärke. Ihre Stärke ist nicht die Distanz. Aber naja. Und selbst der Headshot-Multiplayer fällt mir der Waffe weg. Also, ich habe nachgeschaut, ich habe keinen gefunden. Und auch mal online getestet. Ich habe auch keinen gemerkt. Also, weiß nicht, wenn einer von Slash noch zuschaut, hallo, was ist der Headshot-Multiplayer? Ich glaube, er liegt wirklich bei 1, also 0, also gar keiner. Die 4 Schuss gehört, ich weiß, jetzt 18 Meter. Wie gesagt, 18 Meter, es ist halt so, okay, aber warum soll ich die MP11 spielen, wenn andere Waffen das auch können? Und noch zwischen zum Beispiel 1 und 10 Meter mit 3 Schuss töten. Warum soll ich die MP11 spielen? Das ist der größte Nachteil der MP11, aber das hat einen riesigen Nachteil. Da ist er, 920 Schuss pro Minute. Da fliegen die Kugeln nur so raus. Es ist natürlich ganz geil. Ist die schnellste MP im Spiel sogar, also wirklich. Gut, die SAC lasse ich mal aus, weil dieser Akimbo, deswegen zähle ich da doppelt. Aber so von alleine ist es wirklich die schnellste MP. Und in Gebäuden gewinnst du den Gunfight, ja. Aber auf Distanz mit dem Rückstoß mittel und niedrig. Und ja, es ist halt dann so diese Kombination aus allem, die es nicht gerade zu einer Long-Range-Waffe machen. Gut, schauen wir mal die Waffe an. Sind wir mal ehrlich? Naja, für Long-Range ist die auch nicht gemacht worden. Das Problem ist in diesem Spiel aber, dass es öfter Situationen kommt, wo eine gewisse Long-Range erwartet wird. Egal. Hüftfeuer der Waffe ist sehr gut. Also es ist nicht gut, dass das Hüftfeuer von der Waffe gut ist, aber nicht außergewöhnlich gut. Also sie ist eigentlich vergleichbar mit allen anderen MPs, also sei es eine KF5, sei es eine ASM, es ist egal. Die ist eigentlich relativ ausgeglichen, sage ich mal, in dem Segment. Nicht außergewöhnlich heftig. Kim und Korn sind in Ordnung, ziemlich offen, ein bisschen eng, ein bisschen klein. Mir persönlich gefällt es nicht so. Rotpunkt nicht schlecht. Gut, hier auf der Squeezer ist Rotpunkt schon mit dabei. Aber Rotpunkt wirklich nicht schlecht. Aber es ist absolute Geschmackssache. Aber so von der, ich sag mal, technischen Seite ist es alles halt ziemlich gut. Nachladezeiten mit Kugeln im Magazin 1,4 und schnelles Nachladen, sprich Doppelviereck 1,1. Ob sich das lohnt, müsst ihr gucken. Die Waffe verschießt sich an Munition. Ich glaube, im Gameplay sieht man sogar, dass ich manchmal wirklich an mein Munitionsende komme und ich habe nicht viele Abschüsse gemacht. Dann habe ich vielleicht ein paar Abschüsse gemacht, das war es dann schon. ADS, absoluter Basic-Wert. Also auch nichts Besonderes. 0,97 und 0,55. Ist okay, ist normal für MPs. Ganz nett. Ja, schnell ziehen vielleicht, bringt dann noch was. Aber braucht ihr nicht, weil ihr mehr aus der Hüfte schießt, dann würde ich lieber was anderes empfehlen, wie Laser zum Beispiel. Run Speed, auch Basic Wert bei MPs 100%, keine Einschränkungen. Manche meinen ja, ja, mit der MP11, da läuft man schneller. Bringt nichts, nein, ist gelogen. Man läuft ganz normal, so wie die anderen auch. Es wirkt nur heftiger, weil die ganze Animation, dieses Waffe bewegen, nachladen, ist alles viel, viel hektischer. So, die geilsten Varianten für den MP11 ist die Goliath natürlich, ist das Beast dort drunter, ja. Die Squeaker seht ihr im Gameplay, das ist die. Die schießt halt super, super, super schnell. Aber Goliath ist schon besser und schon geiler. Und auch noch die Deceiver ist, meine ich, eine blaue Waffe. Elite, nicht Elite, sondern Professional. Naja. Wo sollte man die Map, die Waffe spielen? Also Drift habe ich die Erfahrung gemacht, ist in Ordnung. Dann die andere, Urban, ist auch okay. Biolab auf jeden Fall. Aber nur wenn du dich in den Häusern bewegst, nicht wenn du dich um das Biolab sozusagen bewegst, nicht auf dem Schnee, sondern in den Gebäuden. Detroit auch in den Gebäuden. Dann bist du cool damit. Aber wenn nicht, wir sehen auch das No-Go. No-Go sind große Maps. Vergiss ein Horizon. Vergiss ein Defender mit dem Ding. Da hörst du nichts. Also nichts ist auch falsch gesagt, aber es ist super, super schwer. Und ihr macht es euch unnötig schwer. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Die Aufsatzempfehlung am Ende nochmal hier. Schnellfeuer, um die Waffe vielleicht nochmal über 1000 zu ballern. Erweiterte Magazin auf jeden Fall, wenn ihr Schnellfeuer mitnimmt. Und Griffrotpunkt, wie ihr halt Bock habt, was euch ein bisschen beliebt. Ihr könnt auch beides weglassen. Ich habe den Griff und den Rotpunkt gebraucht. Ich fand ihn wichtig für mich jetzt. Aber ihr seid ja alle Pros, deswegen könnt ihr das auch ohne machen. Und ja, deswegen ist auch die Squeaker in meinem Fall so gut, weil die hat da Rapid Fire schon integriert. Na gut, das waren die MPs. Ich gucke erstmal, was als nächstes kommt. Ob ich jetzt mit den Snipern weitermache oder
mit den MGs, das weiß ich nicht, oder abwechselnd. Da muss ich gucken, weil Sniper tue ich mir persönlich schwer, vielleicht muss ich da ein Gas-Gameplay nehmen. Aber das werden wir dann alles sehen. In diesem Sinne, MP11 und alle SMGs sind abgejackt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Peace!